Es gibt keine Anbetungen, extra Anbetungen, die man macht in Schaban, was das Qiyam angeht oder einen besonderen Tag zu nehmen, wie zum Beispiel der 15. von Schaban. Viele nehmen das als besonderen Tag, wo sie fasten, extra fasten an dem Tag, weil der 15. von Schaban ist, extra die Nacht lang machen und beten und so weiter. All das wurde nichts überliefert vom Propheten Muhammad, dass er da was Besonderes gemacht hat. Außer, dass man den meisten von Schaban fastet. Das ist eine Sünde. Aber dass man jetzt kommt, irgendeine Anbetung speziell macht, an dem Tag oder den Tag, das wurde nicht überliefert. Deswegen, Monat von Schaban ist auch ein Monat, wo man richtig dem Propheten Muhammad folgt. Wir folgen nicht die Erneuerung. Im Gegenteil, wir sollten uns von jeder Erneuerung distanzieren. Es gibt ein Gebet, wie nennt man As-Salat al-Alfiyya, wo man 11.000 Rak'at betet. Und es gibt noch so viele Erfindungen, was man erfunden hat. Es gibt nichts zu machen von diesen Anbetungen, die der Prophet nicht gesagt hat.